treffen wir mehr das Fruchtlos. Das vermisse ich jetzt eigentlich noch. Mein König? Ja, mein König. Ich beginne Gespräche mit den Fremden. Ja. Bring dir einen Vorschlag für meinen König. Seite angreifen. Na, anscheinend auf Wiedersehen. Okay. Wir haben eine ganz schön große Armee rumgurken. Mein König, ich bewege mich leise. Ich glaube, die Engländer sollte ich mal im Auge behalten. Naja, jetzt schauen wir uns erstmal die ganzen Berichte durch. Okay, neue Mission. Jawohl, das haben wir ja schon erfüllt. Gemeiner Anführer. Okay, Vorbericht. Sieht ganz gut aus. Rekrutierungsbericht. Der Attentäter ist bereit. Wessen Zeit ist abgelaufen? Die vom Aston, was? 12% nur? Dann level dich erstmal hier im Hauptmann Philipp. Das ist alles, was ich brauche. So, mal sehen, ob es unser Attentäter schafft mit 57% Wahrscheinlichkeit. Jawoll! Ah, sorry Leute, ich muss da jedes Mal lachen. So, diplomatische Informationen. Die folgenden Seiten haben ein gegenseitiges Bündnis erklärt. Mauren und Heiliges Römisches Reich. Die folgenden Seiten haben einen Waffenstillstand erklärt. England und Schottland. Wird aber nicht von langer Dauer sein, kann ich euch schon mal sagen. Beziehungen zu Mailand verbessert, okay. Bündnis gebrochen, Mailand. So, erfolgreich. Weg blockiert. Ah, der Hauptmann Philipp. Attentatsmission. War erfolgreich. Und dadurch ist der Method Wallace nun ein Mietmörder. Wer ist mein Ziel? So, ich kann mal dann bald mal den Ersten, den Korrupten töten. Wollt ihr wirklich mit mir reden? Nein, eigentlich. Jetzt, wo ich es mir so überlege, ne. Ja, Herr. Oh, ich sehe schon, wir haben hier ein blaues Problem. Und damit meine ich nicht uns, damit meine ich das, dieses schwule blaue Problem. Die Franzosen breiten sich ganz schön aus. Ich hoffe, die wollen uns nicht ans Leder. Naja, das ist jetzt nicht unsere Sorge. Können wir weiterbilden? Machen wir das doch. Edinburgh, warum können wir hier nichts bauen? Achso, genau, hier haben wir ja ausgebaut. Bewässerung ausbauen, Schiffbauer, Händlerkai, das ist alles, was das euer Handelseinkommen steigert. Das auf jeden Fall bauen. Genau, und dann Ratskammer, Abtei. Gut, für ein Wirtshaus reicht es jetzt leider gerade nicht mehr. Gut, York. Da dauert es noch ein paar Runden. Inverness, da wird gerade gebaut. Da Dublin war ja nichts mehr, genau. Nottingham wird noch gebaut. So, ja. Hauptmann Paolo, okay. Es wird jetzt echt lustig, wenn die Engländer mit einem Gebiet hier anfangen, Krieg gegen den Rest von Europa zu führen. Ich hoffe mal, so dumm sind die nicht. Nein, im Moment nicht zumindest. Oh, Frankreich ist aber mit vielen verbündet hier. Heiliger, die betreiben irgendwie die gleiche Politik wie ich am Anfang. Aber das ist gar nicht mal so gesund, also... Wählt eure Verbündeten hier mit Bedacht. Und meistens und oft fallen die euch auch mal in den Rücken, also von daher wählt sie mit noch mehr Bedacht. So, das ist auf jeden Fall das... Ah, Modell kann nie schaden. Okay, ein Kandidat zur Adoption. Domhnall Macfulchain. Okay, adoptieren wir mal. In London ist eine Diebesgilde verfügbar. Und dann holen wir uns die doch. Kann ja nie schaden. Wie kann ich helfen, mein Herr? Sehr wohl, mein König. Sofort. Aber natürlich, mein Herr. Jawohl. Setze die Reise morgen fort, mein König. Hier möchte ich reden. Morgen geht die Reise weit. Ja, Herr. Sofort. Hui, was ist denn hier los? Teresa El Valiente. Prinzessin. Aber natürlich, mein Nein, Herr. Das... Raste hier, oh, egal. Rundenbericht. Morgen geht die Reise Jawohl, weit. Mann. In London ist die Steinmauer fertig. Rekrutierungsbericht brauche ich jetzt nicht. Ah, Colin Marr wurde befördert. Ist nun ein Kardinal. Ausgezeichnet. Ja, mein König. 90% katholisch. Schicken wir den noch da mal hin. Ach ja, genau. Den wieder leveln. Sind wir, was jetzt schafft. Sind nur ein Hauptmann hier.
Ja. Wer oder was beleidigt euch, mein König? Das hat er sich selbst eingebrockt. Ich liebe es. So. Ja, Hauptmann Jacob ist tot. Er ist nun ein Attentäter. Perfekt. Und das Gefolge von ihm vergrößert sich. Wer ist mein Ziel? Jawohl, der sitzt schon richtig gut. Okay. Ich würde es mal vorschlagen, dass wir hier in Brügge auf jeden Fall und in Antwerpen schon mal ordentlich Kaufleute ausbilden können. Nee, können wir noch nicht. Okay. Brauchen erst einen Markt dafür. In Antwerpen dauert es mir noch zu lange zum Markt. Dann baue ich den lieber gleich. So. Okay. Ja, mein Herr? Achso, hier sind wir schon gelatscht. Den müssen wir auch noch ansteuern. Na gut, dann ja. Können wir das Schiff erstmal zurückziehen. Wie ihr wünscht, Kapitän. Mein Herr? Ja, Kapitän. Werf den Anker. Gehen wir zurück nach Nottingham. Wir segeln morgen weiter. Sieht es hier jetzt mittlerweile aus? Kapelle, Kapitän. Okay. Heilandgesindel. Das ist so geil. Adelsheiländer, okay. Rüstung 5, Verteidigung 4, okay. Okay, geil. Die sind echt cool. Ja. Prinz David und den restlichen ganzen Sums, den ich hier mal bekommen habe. Darf gerne mal auswandern. Natürlich. Wir errichten hier ein Nacht. Wie ihr wollt, mein König. Auf die Grenzreiter gebe ich einen feuchten. Führe die Armeen zusammen, mein König. Hält Wachen auf. Wir machen hier. Ja, Kapitän, die Flotte kann dort nicht hinsegeln. Ja, entspann dich. Aber mein Herr, das geht nicht. Doch, das geht. Okay. In Inverness können wir jetzt weiter ausbauen. Erstmal Markt, Fruchtfolge, Hafen. Gut. Dublin dauert es noch ein bisschen. Ich bin Gottes Diener. Ja, wir verdienen jetzt schon echt cool, also. Wessen Zeit ist abgelaufen? Wunderbar, wunderbar. Oh, die Engländer sind schon wieder auf unserem Gebiet. Gefällt uns das? Nein, das gefällt uns natürlich nicht. Runde beenden. Mal sehen, was wir machen. Was will die Fotze jetzt? Was wollte die schöne Frau jetzt, meine ich natürlich. Was wollen die Polen jetzt? Ich bringe Kunde von meinem Volk, edler Herr. Bündnis und Karteninformationen bieten sie an. Puh. Eure Frage ist ehrlich und offen. Na, gehe ich jetzt echt mit dem Polen Bündnis ein? Ja, mein Gott. Vielen Dank. Euch ist, wir freuen uns auf weitere kluge. Ihr sprecht ehrenvoll, Freund. Lebt wohl. Na gut. Oh, die haben aber schon ganz schön viel da hinten. Heißt das da? Polen, die breiten sich schon so schön weiter nach Osten aus. So, ich hoffe, der Robin von Hungerford kommt jetzt nicht auf dumme Gedanken. Das Heilige Römische Reich hat einen Agenten entdeckt und er wurde öffentlich hingerichtet. So muss es sein. Rundenbericht ein bisschen geschmälert. Ortschaft wächst. Carnarvon. Ausbauen. Perfekt. Bau abgeschlossen. Der Kornmarkt in Brügge. Das heißt, wir können jetzt hier auch einen Kaufmann rekrutieren, der sich dann mit diesen Textilien hier auseinandersetzen wird. So. Polen ist mit Ungarn und Schottland im Bündnis. Ja, mit Ungarn würde ich euch auch empfehlen, weil es sind eure direkten Nachbarn. Frankreich und Papststaaten haben auch ein Bündnis geschlossen. Wohin geht es? Segelt. Ja, mein König. Ja, mein König. Gehen an Bord. Ja, Kapitän. So. Kein Wind mehr, ich Kapitän. Ich brauche mal auf Europa. Wir segeln morgen weiter. Gott sei mit euch, edler Verbündeter. Überleg gerade, ob wir jetzt eine Armee schon mal irgendwie
hier nach Nordafrika senden sollen, können, wollen, dürfen, wie auch immer. Ob sich das lohnt oder ob wir lieber mit irgendeiner Nation anfangen, die nicht katholisch ist, wie zum Beispiel mit den Russen, weil das ist dem Papst ja scheißegal. Naja, jetzt schauen wir mal, wie es sich jetzt weiter in Europa verhält, weil das, es ist ein wenig kritisch, die Situation. So, wie lange dauert es denn hier noch? 2000. Na gut, das, ja. Lassen wir uns einfach überraschen, was hier weiterhin passiert. Gibt es etwas, das ihr zu besprechen wünscht? Die Hand des Sultans so zu bedrängen, ist nun gut. Masalam. Jawohl, da haben wir ein Handelsabkommen auch mit den Mauren. Mit der ganzen Welt ein Handelsabkommen zu pflegen, ist nie verkehrt. Ich bringe Nachricht vom Kaiser. Bist du bekloppt oder so? Agnes. Sie wollen 240 Gulden oder sie greifen mich an. Okay. Du kannst mir mal voll den Schuh aufblasen. Vielleicht kommen wir ein andermal zu einer Übereinkunft. Bis zum nächsten Mal. Okay, das heißt, wir werden demnächst schon mal mit dem Heiligen Römischen Reich fett im Zwist liegen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ah, ein Geschenk des Papstes mal wieder. Der Papst hat eure Hingabe zum Glauben und der Heiligen Mutterkirche bemerkt und ist erfreut, euch dieses Geschenk machen zu können. Auftraggeber der Papst und Belohnung. Ihr bekommt einfach mal so 1000 Gulden. Ja, bringe die Truppen an Land, mein König. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. So, wenn wir jetzt hier den Wachturm errichten, halten hier Wache, mein Herr. Dann sehen wir einiges. Ne? Das ist schon mal nicht verkehrt. Übernachte hier, mein König. Stellt Wachen auf. Wir machen hier Rast, Männer. So, wie sieht denn der Rundenbericht aus? Der sieht okay aus. Die Kapelle in Nottingham ist fertig. Der Kaufmann in Brügge, genau. Der war wichtig. Zu euren Diensten. Textilien, 18 Gulden die Runde. Starte Handelsbeziehungen, mein König. Gleich mal hier noch einen ausbilden. So, diplomatische Informationen. Nein, hey, da geht's ja ab, hey. Krieg zwischen Heiligen Römischen Reich und Venedig und Ungarn und Venedig, okay. Folgenden Seiten haben ihre Bündnisse gebrochen. Ungarn und Polen haben sie doch gerade erst letzte Runde geschlossen und Ungarn und Frankreich haben auch ihr Bündnis gebrochen. Und Bündnis zwischen Polen und Dänemark wurde erklärt. Okay. Okay, aha. Es wird heiß in Europa. So. London ist jetzt eine Stadt. Ich glaube, London werde ich jetzt mal zu meiner Hauptstadt ernennen. Das könnt ihr hier machen. So, dann ist die öffentliche Ordnung nämlich besser. Und, ja. Wenn eine von euren Siedlungen zu weit von der Hauptstadt entfernt ist, dann pisst es die Bevölkerung dort ein bisschen an. Deswegen mache ich jetzt London zu meiner Hauptstadt.